Moin moin Leute, ich bin der Neko und wir machen jetzt weiter mit Resident Evil Village. Haus Beneviento können wir inzwischen auch von unserer Liste streichen. Und nun können wir uns im nächsten Gebiet austoben. Aber zuvor gehen wir nochmal ganz kurz in die bekannteren Gefilde zurück. Denn wir haben noch ein, zwei Schlüsselgegenstände, die will ich eben einsetzen. Unter anderem einen Dietrich, dann kriegen wir auch endlich diese olle Schublade hier auf. Und das war dann auch die letzte verschlossene Schublade hier im Dorf. So, es gibt nochmal einen netten Satz Flintenmunition. Den werden wir auch sehr bald entsprechend investieren. Und nun kehren wir zu dem Haus des Geigenbauers zurück. Denn den passenden Schlüssel haben wir zuletzt auch noch erbeutet. Und dann gibt es hier noch ein paar Sachen für uns. Sesam, öffne dich. Erst einmal haben wir hier unter der Spüle etwas Munition. Dann haben wir hier einen Hinweis. 27.09.17. Das ist jetzt ein europäisches Datum, der 27.09. Das geben wir hier ein. Dann haben wir hier zwei Nettigkeiten. Einmal einen weiteren Schatz und noch mehr Zubehör. Dieses Mal für unser Scharfschützengewehr. Auch für das Ding gibt es ein verlängertes Magazin, das haben wir jetzt. Und den nächsten Schatz haben wir hier in dem Instrument drin. Den gelben Klunker schießen wir raus. Dann bleibt nur noch diese Kiste hier. Und diese Schublade. Und dann haben wir alles. Das sind alles Sachen, die uns im Laufe der Zeit noch weiterhelfen werden. Und nun kehren wir in den Ostteil des Dorfes zurück. Genau dort, wo wir von den Lycans angegriffen wurden. Das geht jetzt mit unseren abgegradeten Schlüssel. Dazu nehmen wir ganz kurz hier die Abkürzung übers Dach. Und nun wird es lustig. Denn heute steht der Stausee an. An sich ein leichtes Gebiet, nur der Bosskampf ist echt zum Abgewöhnen. Ethan müsste jetzt sowas von tot sein. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wartet hier einen kurzen Moment, bis sich die Bestie verzieht. Und dann könnt ihr versuchen, hier herumzuschleichen. Oder aber ihr knallt das Biest ab. Und ganz ehrlich, wir knallen das Viech ab. Das macht unser Leben wesentlich leichter. Das machen wir mit dem Scharfschützengewehr. Und wenn es die Flucht ergreift, kann die Jagd beginnen. Wo bist du? Irgendwo hinter dem Haus. Wenn wir es so nicht draufkriegen, klettern wir hoch. Aber passt auf dem Dach sind wir alles andere als sicher. Dieses Monstrum kann ganz easy hier hochspringen. Und sobald wir sehen, dass es unterwegs ist, hauen wir ab. Es wird jetzt wahlweise entweder hier am Fenster stehen oder nochmal durch die Tür kommen. Und das laden wir jetzt einmal über das Zubehör nach. Und ballern weiter. Okay, haut wieder ab.
und ist jetzt irgendwo da unten. Oh oh. Und das war's. Das hier sind mal eben 20.000 Fairy Coins. Und nun gibt es hier noch was zum Lesen. Und ab hier dürfte klar sein, was aus dem Ehemann von Luisa geworden ist. Der Grund, warum ich jetzt hier nicht schleichen wollte, ist einfach der, dass wir zum einen natürlich hier noch den Granatwerfer haben wollen. Das heißt, wir würden uns ohnehin etwas länger hier in der Gegend aufhalten. Und zum anderen, wenn irgendwas schief geht. Wir haben jetzt im Moment, sage und schreibe, 4 Kräuter am Start. Wir könnten uns jetzt 4 Heilungen noch machen. Wir haben auch noch einen im Inventar, wuppdi-fucking-du. Aber ganz ehrlich, wenn wir nicht aufpassen, gehen uns die Heilungen zu früh aus und ab jetzt ist das Spiel super geizig. Hallo Granatwerfer. Komplett mit Verzierung und allem drum und dran, Revolver Ocelot würde kotzen. Darüber hinaus haben wir hier noch einen Dietrich. Und noch ein bisschen Futter für das neue Spielzeug. Den Granatwerfer heben wir uns für den nächsten Boss auf. Der kann mit 2 unterschiedlichen Munitionssorten gefüttert werden. Zum einen mit Explosivgeschossen, aber auch mit Blendgeschossen. Blendgeschosse benötigen auch Kräuter. Wir werden uns keine anfertigen. Wir werden mit dem zurechtkommen, was wir unterwegs finden. Hier haben wir noch ein paar Lichens. Spätestens ab hier wäre das Herumschleichen dann sowieso sehr tricky. Und diesen Ort kennen wir ja, da bin ich am Anfang reingerannt, weil ich die Orientierung verloren habe. Das Tor hier steht offen. Wir müssen uns nur den Weg freischießen. Oh Gott, das sieht doch richtig widerlich aus, oder? Jetzt haben wir auch die Windmühle erreicht, die wir am Anfang von dem Plateau aus gesehen haben. Und wir haben hier noch ein bisschen was zu jagen. Das machen wir jetzt ganz unritterlich von hier oben aus. Weil auch die Biester sind wehrhaft und ich will jetzt meine Lebenskraft nicht für so einen Schwachsinn verballern. So, viel zum Thema Wild. Hier haben wir auch gleich das nächste Schlosspuzzle. Die Kugel für das Ding bekommen wir jetzt nicht im neuen Gebiet, sondern in einem optionalen Abschnitt, der jenseits dieser Tür liegt, aber für den Weg bräuchten wir noch eine Kurbel. Die bekommen wir jetzt im neuen Gebiet. Und wir haben hier noch einen Hinweis auf dieses seltene weiße Schwein. Das hatten wir aber auch schon gekillt. Und dann Speichergelegenheit. Speichert ruhig öfter mal. Ihr müsst das nicht so durchziehen wie ich. Ich mache das hier quasi fast schon am Stück. Ich speichere, wenn dann eher zwischen den ganzen Episoden einmal ab. Nur legt mehrere Spielstände an und wenn ihr merkt, scheiße, ihr habt zu viele Heilung verbraucht oder sonst irgendwas schiefgegangen, dann macht ihr nochmal einen Rollback. Und das Spielzeug laden wir nach, so weit wie nötig. Und auch das hier ist wieder ein Loading Gate. Ich kann durchaus verstehen, dass viele Leute von dieser Art und Weise Ladezeiten zu handeln nicht unbedingt begeistert sind. Aber ganz ehrlich, es geht schlimmer. Mal angenommen, ihr landet wirklich alle Nase lang in irgendeinem scheiß Ladebildschirm. Das hatte ich mit The Evil Within damals auf der PlayStation 3. Gott, ich hab's gehasst. Da will man einfach nur im Spiel drin sein und im Moment sind wir zumindest noch im Spiel drin. Es passiert zwar im Moment nichts, aber whoop die fucking do. Darüber hinaus muss man auch sagen, dass dieses Spiel eigentlich eher für Current Gen oder eher Next Gen gedacht war. Ihr PlayStation 5 und Konsorten. Bis Capcom zurückgerudert ist und das sieht man auch immer wieder mal an ein paar Kleinigkeiten in der Grafik. Aufpoppende Texturen und dergleichen.
Aber da lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das Spiel ist immer noch spielbar. Den Klunker hier nehmen wir mit. Dann folgen wir hier dem Weg. Und warum schreit das gerade Resident Evil 5? Was soll's? Das war zu einfach. Mother Miranda, if it's for you, I'd do anything. I'll just be taking this. What are you doing with Mother's special child? She's not hers. Oh, you have something to say? What do you mean, Mother's special child? Mother wants her baby back. Don't screw with me. Wait, please. If you take it, then the others will laugh at me. But if I do better than them... What do I care? Wait, just a little longer, please. What's so funny? You're stupid. You talk too much. It's all over. I plugged the way in. What are you... It's my territory. And I won't let you leave. Shit. Ach, Ethan, du Knallpfeifer. Damn Freak! Hätte sich einfach nur den Flakon geschnappt und wäre abgehauen. Wir wären jetzt schon längst auf dem Weg nach oben. Ab zum nächsten Gebiet. Aber nein. How do I get out of here? Tja, so, wir müssen irgendwie Moreau erstmal loswerden. Vorher können wir hier nicht weiter. Oder ja, zurück. Den Weg weiter hat er uns jetzt geöffnet, also er scheint auch nicht unbedingt die hellste zu sein. Das Tor hier hat sich verabschiedet. Und bevor wir jetzt an die frische Luft gehen, machen wir noch eine kleine Höhlenerkundungstour. Vorher gibt es hier noch ein bisschen Munition. Da machen wir jetzt eine Brücke draus. Und dann haben wir hier auch noch etwas. Gut. Hier schleichen wir jetzt. Denn hier gibt es den einen oder anderen Lycan. Aber es macht keinen Sinn, sich mit den Biestern anzulegen. Wir bleiben hier an der Wand. Wir folgen ihr durch das Gestrüpp. Um das Haus herum. Und sobald wir die Eingabeaufforderung hier kriegen, zerren wir den Schrank vor den Eingang. Dann nehmen wir hier noch den Bootsschlüssel mit und schleichen wieder raus. Wenn die Luft hier rein ist, rennen wir einfach nur durch. Die Lycans sind erst einmal total perplex. Wissen auch nicht so wirklich, was mit der Situation anzufangen. Und wir nutzen die Situation eiskalt aus und rennen weg. Also diese Schleicheinlage, die ist durchaus machbar. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, sie in den Sand zu setzen. Das soll was heißen. Hi. Den schießen wir einmal an, damit er runterkommt. Das wird auch seinen Kumpan auf den Plan rufen. Na. Wir würden frech werden. Wurfeffekt vom Feinsten. Ich verschwende hier wieder nur kostbare Munition. Na, also es geht doch.
Warum nicht gleich so? Ich merke schon, heute ist nicht mein Tag. Da vorne haben wir den nächsten Schatz, da kommen wir jetzt aber noch nicht ran. Das machen wir später auf dem Rückweg. Hier im Haus haben wir auch noch was zu lesen. Ein riesiger Fisch. Das Spiel will jetzt unbedingt Resident Evil 4 sein. Und auf geht's. What was that? Ein riesiger Fisch. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Wir machen vorher einen Abstecher hier in diese Höhle. Denn hier können wir noch ein bisschen was jagen und es gibt hier noch einen Klunker. Ja, wo bist du? Da bist du. Ja, er ist abgehauen. Dann taucht er gleich woanders auf. Wo ist der andere? Dort. Und du hast dich jetzt dahin verdrückt. Gut. Das sind mal eben 4 Ladungen Fisch. Jetzt haben wir hier noch den besagten Klunker. Und jetzt machen wir weiter. Denn wenn wir jetzt dem Weg hier folgen, passieren wir ein Point of No Return und dann sind die ganzen Sachen hier wieder verloren. What the hell? Research post or something? What the fuck are they doing here? Get off of me! Stay the fuck down! Ethan! I gotta say, I'm surprised you made it this far. It'd be a shame if something happened to you now. Sure, Chris. Why not? You killed Mia. Now do me and finish the job. Hey, Cap. I'm getting some serious motion readings out here. We should move on. What kind of readings? What's moving? Unknown. But my guess is we've been here too long, and Miranda knows it. Hey, hey, did you say Miranda? How are you involved? Leave it alone, Ethan. You are out of your depth. What about the sample analysis? It's definitely related to the mold. You stay out of our business, Ethan. What business? God, watch out! Stay back! The exit's underwater. You're done! I don't have time for this. Too late. Miranda is already preparing a cell. Miranda sent you to slow me down? You're pathetic. What are you talking about? The fuck is wrong with you? Oh,
Oh oh. Weg hier. Mit dem werden wir jetzt auch jede Menge Spaß haben. What am I supposed to do? Erst einmal gehen wir hier hoch. He said the exit's underwater. So weit nach Haus, huh? Wir müssen erst einmal den Strom wiederherstellen, dann können wir hier etwas am Staudamm machen. Und ja, hier wäre auch noch der Duke. Den brauchen wir für den Moment nicht. Wenn wir jetzt hier rechts weitergehen, kommen wir zum nächsten Plumpsklo. Ja, mit der Chemikalie. Und nun haben wir noch einen kleinen Hinweis hier. Und ein paar Flatterviecher. Meins. Ich sollte mir beim Zielen vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen. So viel zum Thema Geflügel. Ich meine, das hat uns zuletzt noch gefehlt gehabt, um etwas zu kochen. Dann gibt es hier noch einen Klunker. Den stecken wir auch noch ein. Und dann haben wir hier links noch ein paar Pistolenkugeln. Ein Fass. Und die nächste Ziege. So, da ist unsere Kurbel. Seriously? Jo, wir brauchen eine neue. Gut, dass wir hier keinen Fallschaden nehmen, ansonsten wären Ethans Schienbeine jetzt irgendwo bei seinem Schlüsselbein. Könnte wehtun. Und das hier nehmen wir sofort aufs Korn. Normalerweise würde man das jetzt aus einem anderen Winkel machen, aber wenn wir das jetzt schon erledigen, tut das nicht weh. Das gleiche geht auch hier. Und dann müssten jetzt alle Wege soweit frei sein. Die Pistolenmunition kriegen wir auch sofort wieder. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht von den Brücken runternocken lassen. Aber ganz ehrlich, das muss man wirklich schon drauf ankommen lassen, damit das in irgendeiner Form passiert. Grundsätzlich ist diese Passage kinderleicht. Wenn man einmal raus hat, was man machen muss. Danke fürs Geld. Jetzt schieben wir das olle Teil hier ins Wasser. Und das hier wird jetzt ein kleines bisschen hakelig. Erst einmal stellen wir den Strom wieder her. Stinks. Lecker. Und jetzt haben wir hier lauter farblich markierte Sachen. Der blaue Hebel aktiviert natürlich diese blauen Brücken. Orange macht das gleiche in Orange. Und wir sollten hier nicht allzu lange verweilen,
Denn das Ding hier stürzt im 0, nix ab. Und wenn diese Brücken abstürzen, sind wir sofort tot. Hier gibt es noch eine einzelne Magnum-Patrone. Auf jeden Fall einstecken. Und die richtige Reihenfolge hier lautet weiß, blau, orange. Dann rennen wir hier ganz schnell durch. Folgen dem Weg hier. Und weichen ein bisschen zurück. In das Maul müssen wir nicht rein. Ab nach links. Das wage ich zu bezweifeln, Digga. Und auch hier retten wir uns nach links. Gott, das klingt jedes Mal so, als würde es mich rülpsen, wenn es angreift. Wie wär's mal mit Manieren? Jetzt sind wir wieder hier. Auch das Teil schieben wir ins Wasser. Und nun können wir auf die andere Seite. Diese ollen Barrieren müssen wir regelmäßig zerschießen. Und nun angeln wir. Caught myself a big one. Jo. Da sollten wir aber nicht zu lange drauf bleiben, weil sonst stürzen wir mit dem Ding in die Tiefe. Und nun sind wir erst einmal wieder sicher. Das Einzige, was halt ist, der Bildschirm ist andauernd am Rumruckeln, weil Moreau jetzt den Turm hier angreift. Aber da passiert nichts. Das Gröbste ist überstanden. Jetzt nehmen wir hier die Kurbel mit. Wir müssen einmal mit dem Teil hier interagieren. Und erst dann bekommen wir hier eine Eingabeaufforderung, damit wir mit der Kurbel was reißen können. Bevor wir das aber machen, orientieren wir uns an dem Ausgang hier. Inzwischen kaputt und kann nicht mehr benutzt werden. Aber von hier aus haben wir ein klares Schussfeld in Richtung Ziege. Bloß nicht vergessen, weil ansonsten könnte es gleich ein bisschen hakelig werden, das Ding nochmal zu erreichen. Wenn ihr zu weit von so einer Ziege entfernt seid, dann despawnen die Dinger auch. Das macht das Spiel mitunter, um Ressourcen zu sparen. Aber jetzt dürfte auch nur noch eine einzige Ziege in diesem Areal übrig sein. Ab nach oben. Und wir hauen ab. Los, Ethan. Das war doch gerade erst lustig. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob man von hier aus die Ziege noch erwischt hätte. Ich hab's nie ausprobiert. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann erledigt die Ziege da von dem anderen Turm aus. Und nun benutzen wir hier die intakte Kurbel. Okay. Stellen den Strom wieder her. Und dann können wir auch gleich den Boss hier herausfordern. Das hier ist ein unglaublich kurzes Gebiet. Also da ist selbst Haus Beneviento länger. Hi. As you wish.
wir veräußern jetzt erst einmal unsere Sachen. We've gathered all the ingredients. Now. Das Gericht wird den erlittenen Schaden beim Blocken etwas absenken. Das kann uns nur zugutekommen, weil der nächste Boss ist so richtig garstig. I wouldn't mind having that again. Darüber hinaus können wir unsere maximale Gesundheit noch etwas weiter hochpushen. We've gathered all the ingredients. Super wichtig. Now. Weil dann bleiben wir vielleicht ein kleines bisschen länger am Leben, wenn ich gleich einen Fehler mache. Und ich werde Fehler machen. Here it is. Please, join me. Und ansonsten... Not a bad dish. Haben wir kaum noch was. Das Wild kann weg. Ah, thank you. Ja, wenn alles auf Null steht, haben wir alles abgegeben. Dann verkaufen wir noch unsere Klunker. Die Kristallbestie hier. Den Flattermann. Oh, you've brought in something special. Und dann kommt wieder richtig was bald zusammen. Schauen wir eben, wie es um unsere Munition bestellt ist. Ja, das Baby können wir upgraden, das tut nicht weh. Bei der Pistole ebenso. 8 Schuss, whoop die fucking du. Ah, yes, yes. Dann erledigen wir das Ganze jetzt. Dann sind unsere Waffen schon mal up to date. Oh, den Punkt der Verbrauchsgüter hat er momentan nichts von Relevanz. Wir hatten ihn ja vorhin schon leer gekauft. Oder eher im letzten Part. Gut. Das hier ist an sich nicht weiter schwierig. Den Zettel könnt ihr drehen in der Ansicht und dann seht ihr auch die korrekte Lösung. Das hier machen wir blau. Das machen wir weiß. Und... Ich kann überlegen. Ne, der muss blau sein. Ach, hier. Läuft. Got it. Das freut ihn überhaupt nicht. Cry me a river. Ja, mit dem Geld sollte es jetzt noch irgendetwas geben, was wir uns nicht leisten könnten. So könnte man sich hier das Magazin für den 1911er schnappen. Zum Duke zurückgehen und das Teil verkaufen. Das bringt dann auch noch mal ein bisschen was an Geld. Das hier ist wieder ein Point of No Return und bevor wir den passieren, rüsten wir endlich unseren Granatwerfer aus. Den sollten wir auch zu jeder Zeit geladen halten und vergesst auf gar keinen Fall, dass wir auch Minen dabei haben. Das passiert mir zum Beispiel sehr oft. Mit den Minen können wir... Moreau so ein kleines bisschen aus der Bahn bringen. Und bevor es losgeht, nehmen wir hier noch ein paar Gegenstände mit. Seht auch zu, dass ihr auf jeden Fall eine Heilung parat habt. Und wenn er jetzt auftaucht, gibt's erstmal was mit der Shotgun. Na? Gefällt dir das? Jetzt macht bloß nicht den Fehler, hier zu lange zu bleiben. Wir sollten an ihm vorbei. Nur wenn er uns verhöhnt, dann gibt es natürlich noch was auf die Nase. Oh oh. Ich glaube, er ist gerade am Kotzen. Es gibt hier immer wieder mal so ein paar explosive Fässer. Auch die können wir nutzen.
Das wird dann seinen Körper freilegen. Und dann gibt's ordentlich blaue Bohnen. Zu weit weg sind, fängt er an, auf uns zuzuschlittern. Das können wir gegebenenfalls mit dem Granatwerfer unterbinden. Und wenn er irgendwo hochklettert, will er uns eine Säuredusche verpassen. Wenn das passiert, müssen wir uns irgendwo unterstellen, ansonsten gehen wir innerhalb von Sekunden drauf. Das wird auch neue Barrieren schaffen, die wir natürlich einreißen. Und wenn er jetzt Ewigkeiten braucht, bis er sich wieder in Bewegung setzt, geben wir ihm einen Anreiz. Wow. Und genau deshalb haben wir eine Heilung am Start. Wir machen uns jetzt auch gleich die nächste fertig. Und während er da jetzt blöd rumsteht, schmeißen wir ihm ein paar Wunderkerzen entgegen. Und wenn wir genügend Abstand gewonnen haben, können wir auch Minen legen. Er wird hier gleich langkommen. Was ist so witzig? Wenn er das macht, dann kommt er gleich auf uns zu und kotzt. Davon sollten wir uns auf gar keinen Fall treffen lassen. Und das Viech ist unerbittlich, ich merke das schon. Hier, frisst das. Nächste Mine. Zeig uns deinen Schwachpunkt. Und ihr seht, dass ich feuer einfach so durch. Au. Ich hasse diesen Bosskampf. Na komm. Halten weiter drauf. Laufen an ihm vorbei. Und jetzt sollte er auch gleich wieder irgendwo hochklettern. Ja, wenn Ethan das sagt, dann ist das unser Stichwort, schnell Schutz zu suchen. Ansonsten war es das für uns. Die Barrieren, die wir von hier aus sehen, können wir auch sofort einreißen. Na komm, du Ekelbacke. Na komm, geh endlich drauf. Ja. Jetzt hat er uns hier natürlich in die Ecke gedrängt. So ein richtiger Scheißkomiker. Weißt du, was ich witzig finde? Feuerwerk. As he was in life. Disgusting. Amen. Das haben wir jetzt mit Mühe und Not überlebt. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt einfach nur blöd angestellt habe oder ob es daran liegt, dass ich das Ganze jetzt in einer anderen Kameraperspektive spiele. Ich meine, dass der Kampf aus der Third-Person-Sicht ein bisschen leichter ist, weil man ein bisschen besser abschätzen kann, wann man losrennen muss. Aber irgendwie wollte das jetzt nicht so funzen, wie ich es gerne gehabt hätte. Wir haben es aber geschafft. Wir gucken jetzt auch nochmal nach den Gegenständen, die hier vielleicht noch rumliegen. Da sehe ich noch was.
Und das sollte es dann auch gewesen sein. Das heißt, wir sind hier fertig. Oder hatten wir hier noch was? Nee, das hatten wir eben noch geplündert. By the way, ich meine, dass da auch noch eine Heilung rumliegt. Wenn ihr gerade knapp bei Heilung seid, da werdet ihr dann fündig. Nur wenn ihr euch hier wirklich schon die Heilung ausgeht, dann wird es mit dem restlichen Playthrough recht anstrengend, ich sag's euch. Da kommen wir noch nicht weiter. Wir haben nur 4 Flügel, keine 6. Dann gehen wir eben hier rein. Hier waren wir doch eben schon mal. Whatever. Da ist jetzt unser Upgrade. Jetzt haben wir 6 Flügel. You're better off than I thought. Who's that? Oh, come on. We just met a while back, not that it really matters. You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. But what's the plan when you have all 4 flasks? What are you trying to get at? I could lend you a hand. Not trying to get on my good side? Oh, don't get cocky. I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Go there and get my flask. Do that, and you pass. First, head back to the graveyard. Self-centered prick. Okay. Und, da sieht doch widerlich aus. Is that alive? Ja. Und es sieht genauso aus wie das Ding, das ich bisher immer ein Embryo genannt habe. Gut, jetzt sind wir hier definitiv fertig. Wir können wieder zurück an die Oberfläche, obwohl, nein, Quatsch. Da war noch was. Und auf der einen Seite haben wir noch einen Schatz und auf der anderen Seite sind die ganzen Lichens jetzt weg. Das ist am Ende nur Kleinvieh, das kann man auch komplett ignorieren. Davon geht die Welt nicht unter. Aber den Scheiß holen wir uns jetzt. Schon alleine wegen dem Kraut. Das hat sich gelohnt. So, Pistolenmuni. Dann haben wir noch etwas hier im Boot. Noch mehr Pistolenmunition. Und zu guter Letzt Pistolenmunition. Aber immerhin auch noch ein Kraut. Kleinvieh macht auch Mist. Und ich will noch mal ganz kurz gucken, wie viele Heilungen wir jetzt noch in Reserve haben. Wir können uns 4 Stück machen. Wir haben noch einen im Inventar. Das ist ein kleines bisschen sehr knapp. Allerdings habe ich mich natürlich auch im Schloss sehr blöd angestellt und musste mich wesentlich öfter heilen als eigentlich vorgesehen. Aber es ist, wie es ist. Und nun holen wir uns den Schatz hier. Dazu gehen wir durch die Ruine dieser Mühle. Bekommen dazu auch noch ein paar Blendgeschosse. Super wichtig, die brauchen wir in der Festung. Und bevor ich es vergesse, die Blendmunition laden wir auch gleich. Da haben wir die letzte Ziege für dieses Areal. Und auch hier gibt es noch ein paar Fische. Die knöpfen wir uns vor.
Da bist du. Da ist unser Schatz. Eine Engelstatue Silber. Ja. Auch gut. Aber nun sind wir mit diesem Gebiet hier fertig. Also auf zurück an die Oberfläche. Und dann zu dem optionalen Abschnitt, wo wir dann auch die Kugel herkriegen und unsere Magnum. Die natürlich mehr als willkommen gewesen wäre, hätten wir sie schon zum Moreau-Bosskampf gehabt. Moreau ist wirklich eine Nervensäge und wenn man nicht aufpasst, verballert man da all seine Munition. Nutzt auf jeden Fall Explosivmittel, das schont eure Schießeisen. Und denkt daran, dass ihr ein paar Fässer dort am Start habt. Es kann echt eine Qual sein, ihn da herumzulocken. Manchmal spielt er einfach nicht mit. Und wenn er auf euch zuschlittert, verpasst ihn entweder was mit einer Mine oder mit dem Granatwerfer. Das wird ihn dann stoppen. Ihr könnt dann sofort seinen Körper angreifen und so nochmal ein bisschen Schaden rausholen. Nur seid nicht zu gierig. Ich denke mal, das ist ein Fehler, den habe ich jetzt etliche Male gemacht. Ihr müsst rechtzeitig auf Distanz gehen und dann quasi für den nächsten Angriff euch dann vorbereiten. Entweder indem ihr noch eine Mine irgendwo platziert oder indem ihr die Shotgun nachladet, falls nötig. Obwohl das Baby hier, das hat jetzt ordentlich reingehauen. Und die Nachladeanimation, die wird im Laufe der Zeit immer kürzer. Werden wir denn heute nochmal ankommen? Hätten wir wenigstens eine Fahrstuhlmusik oder so. Also alleine die Dauer dieser Fahrt. Also die beiden Fahrten stimmen nicht miteinander überein. Und solange wie wir jetzt unterwegs gewesen sind, an sich müssten wir jetzt irgendwo weit, weit oben in den Bergen ankommen. Hat so ein bisschen was von Dark Souls 2. Von Earthen Peak dann auf einmal hoch zu dieser komischen Festung da in dem Lavasee. Was nur Sinn macht, aber ebenso wenig Sinn macht hier der Tageszeitübergang. Obwohl ich sagen muss, das sieht einfach nur geil aus. Ne? Was ist geiler als eine Winterlandschaft? Richtig, eine Winterlandschaft bei Sonnenuntergang. Das kurbeln wir uns jetzt auf. Kann es sich nur um Stunden handeln. Und dann haben wir auch hier ein paar Flatterviecher. Hier hätte es vielleicht Sinn gemacht, eine Blendgranate einzusetzen, aber die heben wir uns lieber für die Festung auf. Je mehr wir dort haben, desto einfacher kommen wir dort durch. Und ja, die großen Biester hier sind auch wieder da. Wer sich jetzt mit den Minen nochmal auseinandersetzen will, kann es hier probieren. Ich werde mir den Schwachsinn jetzt sparen. Wir schnappen uns aber hier die Kugel. Und dann gibt es hier noch ein paar Kleinigkeiten, die ich auf jeden Fall haben will. Erst einmal schießen wir das Biest hier runter. Das werden die anderen mitkriegen. Dann sind sie auch auf dem Kriegsfahrt. Ernsthaft. Das läuft hervorragend. Scheiß Biester. Zumindest kriegen wir ordentlich Loot. Dann haben wir hier noch Magnum Money.
und Gegner, die man jetzt so gut wie nicht sehen kann, weil es ziemlich dunkel ist. Aber hier sieht man das vielleicht. Hier ist die Waffe von dem Vieh. Da ist der Kopf. Danke für den Schädel. Danke für die Munition. Und hier müsste jetzt eigentlich auch noch was rumliegen. Ja, da ist der Loot von dem Flatterviech. Und wenn wir hier außen rum gehen, bekommen wir noch ein grünes Kraut. Da ist ein Lichen drin. Um den kümmern wir uns gleich, aber erst räumen wir hier auf. Das Viech sieht man jetzt ein bisschen besser. Der nächste bitte. So viel dazu. Die Munition kriegen wir auch wieder. Hier war nichts mehr. Aber wenn wir jetzt hier außen langlaufen, erreichen wir einen weiteren Brunnen. Und der beschert uns 3 Blendgeschosse. Ja, damit. Ganz wichtig. Ich sag's nicht ohne Grund. Da haben wir ein paar Pistolenkugeln und da vorne haben wir jetzt einen recht deutlichen Blick auf das Fabrikgelände. Da wollen wir irgendwann nochmal ankommen. Und jetzt zu dir, Freundchen. Die Tür ist natürlich dicht. Und den machen wir jetzt eiskalt mit einer Rohrbombe. Wozu in irgendetwas reinrennen? Und da ist das gute Stück. Auch wieder graviert bis zum geht nicht mehr. Und unser Inventar ist gerade voll. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ja, wir haben auch zu viel Scheiße dabei. Vor allem das Magazin hier hätten wir verkaufen können. Machen wir alles noch. Wenn ihr das Inventar aufräumt, dürft ihr nicht einfach das Ding verlassen, sondern müsst dann einmal auf einem leeren Feld bestätigen. Ansonsten dürft ihr die Scheiße immer wieder aufs Neue machen. Jetzt holen wir unser Spielzeug hier raus. Entriegeln die Tür. Und nun haben wir wieder so ein Riesenbiest an der Backe. Das sich aber relativ easy verarschen lässt. Zumindest in der First-Person-Ansicht. Jetzt könnte es ein bisschen schwieriger werden. Au. Ja. Man kann das Viech so anlocken, dass es hier andauernd wieder abhaut. Dann gibt es wieder eine Kugel. Man geht auf Abstand. Und das wiederholt man dann so lange, bis es drauf geht oder irgendwas anderes macht. Bist du. Da hinten, ja? Und ja, auch das machen wir jetzt mit dem Scharfschützengewehr. Spart euch die Magnum auf.
Zurück ins Haus. Oh, da bist du jetzt. Und das war's. Danke für den Loot. Scheiße. Wir sind hier fertig. Nun machen wir das nächste Puzzle mit dem Schloss und der Kugel. Und das hier ist an sich gar nicht mal so schwer. Es gibt eine Stelle, die ein bisschen eklig sein kann, ja, aber ansonsten geht's eigentlich. Also erstmal muss man hier natürlich aufpassen, dass man die Kugel auch wirklich auf das Rad hier drauf kriegt. Und dann hat dieses Puzzle eine Stelle, da gibt es kein Geländer. Und zwar hier. Na, wo willst du hin? So, jetzt müssen wir das Ding irgendwie da durchkriegen. Das ist jetzt natürlich super fummelig, weil man hier nichts sieht. Aber ab hier haben wir das Ganze im Sack. Und wer meint, dass diese Dinger zu einfach wären oder so? Das vierte. Das ist garstig. Sehr garstig. Jetzt haben wir den rotzgrünen Schädel. Und mit dem geht es zurück ins Dorf. Etwaige Lichens, die wir vorhin noch ignoriert haben, sind jetzt weg. Das heißt, wir haben hier unsere Ruhe. Können uns in aller Ruhe nochmal umgucken. Sollte es irgendwo was geben, was ihr bis hierhin vergessen habt, holt es jetzt nach. Und wir haben sogar wieder etwas, das wir jagen können. Hi. Na, wir würden weglaufen. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Wenn wir diesem Weg folgen, kommen wir zur Festung. Da wollen wir jetzt allerdings noch nicht hin. Wir nehmen aber trotzdem den Weg, weil es gibt da noch etwas Optionales. Das machen wir eben. Geht jetzt noch nicht geradeaus, sondern hier links rein. Das ist so ähnlich wie diese eine Schatzkiste im Innenhof des Baker-Anwesens. Man muss durch dieses ganze Gestrüpp durch. Das übersieht man vielleicht auf den ersten Blick. Aber so kommt man zum Sägewerk und hier gibt es auch noch ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel eine weitere Ziege. Und im Gebäude ist auch noch etwas zum Lesen. Also wer wirklich alle Collectibles haben will, der muss hier so oder so hin. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, etwas Fleisch abzustauben. Her mit den Minen. Her mit der Munition. Und ja, da drin erwartet uns Spaß pur. Wir laden jetzt eine
Sprenggranate. Und das hier machen wir jetzt ruhig und gesittet. Ja, das ist schon mal ein ganz klares "Ihr seid hier nicht willkommen"-Zeichen. Und da haben wir so ein Viech, wie wir es auch schon bei dem Grab der Beneventos gesehen haben. Wunderbar. So, wir haben uns gerade etwas Schrotmunition gesichert. Und wenn wir jetzt mit dem Granatwerfer die Tür angreifen, sollten wir sämtliche Schlösser aufgesprengt haben. Und wenn dem nicht so ist, ich schicke lieber nochmal eine Granate hinterher. Aber jetzt bleiben wir in Bewegung. Weil der Kerl versteht keinen Spaß. Liegt hier irgendwas Besonderes? Geld. Wow, wow, wow. Wen willst du denn damit verletzen? Lass das sein. Wir flüchten. Und wir sind erst einmal sicher. So, jetzt können wir uns die Sachen hier schnappen. Unter anderem das besagte Dokument. Jetzt holen wir uns auch das ganze Fleisch hier. Und die Metallreste. Und vor allem Fleisch. Obwohl ich nicht glaube, dass das noch gut ist. Aber hey. McDonald's ist auch nicht gesund. Da haben wir jetzt eine goldene Engelstatue. Und ein paar Ressourcen. Sehr schön. Als nächstes wartet draußen Ärger auf uns, wenn wir versuchen, hier wieder rauszukommen. Ja, da hat sich jetzt eine Truppe Lycans herverirrt. Nö, du schreist nicht. Was war das jetzt? Ein stiller Schrei? Hi. Lebt ihr noch? Nö. Gut. Dann haben wir das jetzt überstanden. Und nun gäbe es noch ein paar optionale Sachen, die wir auch prompt erledigen werden. Aber zuerst will ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Wer jetzt wirklich das Gefühl hat, scheiße, ich habe viel zu viel Munition am Start und ich weiß gar nicht, wohin damit. Es gibt hier noch ein optionales Monster. Man hört es auch schon. Im Prinzip, dieses vierbeinige Viech, das wir eben schon erledigt haben, auf Steroide. Tut euch einen Riesengefallen. Wenn ihr das Ding unbedingt killen wollt, dann speichert vorher in der Kirche. Macht das Ding mit all euren Ressourcen platt. Speichert auf einen optionalen, also auf einen weiteren Spielstand. Und ladet den alten. Dass ihr das Ding gekillt habt, das geht auf eure Systemdatei. Das heißt, die Herausforderung habt ihr dann gemacht. Aber es macht keinen Sinn, hier jetzt die ganze Munition und so weiter zu verschenken. Dafür haben wir andere Ziele. Das wäre noch eine Kleinigkeit, die hätte ich jetzt beinahe vergessen. Da war ja noch dieses Tor, das wir mittels Kurbel öffnen können. Da gehen wir jetzt hin. Also hier rechts rein. Und es dauert wieder eine ganze Weile. Total unsinnig.
Die Hühner nehmen wir natürlich mit. Wir werden gleich auch die restlichen Gerichte kochen. Also gleich drei auf einen Schlag. Und hier, recht gut versteckt, haben wir noch etwas Gelbquarz. Ja, bloß nicht vergessen. Das Plumpsklo hier war schon offen. Und über diesen Weg hier kommen wir jetzt zu der nächsten Schatztruhe. Direkt hier bei der Leiche. So erhalten wir jetzt den Taubenblutrubin und das ist einer von zwei Klunkern, die wir für unsere Kette brauchen. Den verbleibenden Klunker holen wir uns jetzt auch noch. Dazu gehen wir vom Altar aus wieder zurück Richtung Brücke. Und jetzt muss ich gerade raten, haben wir das Ding hier geplündert? Ja, gut. Alt werden ist scheiße, ich sag's euch. Man vergisst alles. Ab hier können wir endlich diese Brücke runterkurbeln. Und dann bekommen wir auch ein Boot, mit dem wir den Fluss hier bereisen können. Ob er jetzt direkt nach links oder nach rechts tuckert, ist an sich total egal. Wir müssen in beide Richtungen. Und wenn wir jetzt hier durchfahren, achtet mal auf die ganzen Brücken. Kommen die euch irgendwie bekannt vor? Ja, da sind wir auch schon mal drüber gelaufen. Also die ganzen Umgebungen sind irgendwie logisch miteinander verknüpft. Das Ganze hat so ein gewisses Dark Souls-Feeling. Was okay ist. Und hier kommen wir jetzt in ein Gewölbe, das noch zum Schloss gehört. ...100% optional, lohnt sich aber auch. Was man nur nicht machen sollte, ist jetzt hier sofort das Ding rechts zu aktivieren. Wir machen erstmal das linke. Denn dann können wir uns schon mal hier mit dem ganzen Geld eindecken. Und dann machen wir das Teil. Da kommt jetzt gleich ein Gegner auf uns zu. Den müssen wir in Brand setzen. Und sollten wir diesen Gegner killen, kommt ein weiterer. Und das geht so lange weiter, bis wir das Puzzle hier gelöst haben. So, das hat jetzt ordentlich wehgetan. Die Olle locken wir uns jetzt hier rüber. Na komm, mach das Ding an. Das ist ab und zu etwas hakelig. Würdest du jetzt gütigerweise mitspielen oder willst du einfach so verbrennen? Hm? Danke. Ja. Bald den Rest. Ja, mit der Munition. Da haben wir noch mehr. Und da ist der Jackpot. Magnum Money. Und eine goldene Lady Dumitrescu. Ganz ehrlich. Zum Glück kauft der Duke so einen Scheiß ab. Das wäre jetzt der Schatz hier. Nun fahren wir auch diese Brücke runter. Und das Areal sollte uns auch sofort bekannt vorkommen, oder?
waren wir schon mal. Ach, das Schloss. Wir hatten so viel Spaß da oben. Und nun benutzen wir auch hier die Brunnenkurbel. Ziehen uns die Leiter nach oben. Und dann geht's abwärts. Und hier können wir uns leider nicht runterstürzen. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein, weil das hier dauert jetzt eine ganze Weile. Zu unseren Füßen liegt direkt ein Dietrich. Dann ist hier auf der rechten Seite eine Mine. Und jetzt arbeiten wir uns hier hoch. Rohrbombe. Und wir drücken die beiden Knöpfe hier. Dann nehmen wir hier auf jeden Fall noch die Flintenmunition mit und nehmt alles mit, was hier auf diesen oberen Flächen herumliegt, weil ansonsten sind die Sachen verloren. Wenn wir das Puzzle hier einmal gelöst haben, gibt es keinen Weg mehr nach oben. Dich schieben wir beiseite. Dich schieben wir runter. Und dann hopsen wir auf diese Seite. Nehmen die Kiste hier noch mit. Ein Explosivgeschoss. Und da ist der nächste Schatz. Jetzt haben wir auch alle Klunker für unsere Kette. Und genau so eine Halskette hatten auch die Töchter um. Den ganzen Kram hier nehmen wir natürlich mit. Und das sollte es jetzt auch gewesen, ja. Das Ganze ist blau. Gut, dann hauen wir ab. Ich kriege langsam auch gar nicht mehr den Kiefer richtig auseinander, das ist ehrlich. Also sorry, wenn ich mir jetzt hier wirklich einen Wolf nusche. With darkness and silence through the night. What a thrill. Wir sind noch nicht ganz fertig. Das war jetzt die eine Seite des Flusses. Nun kommt die andere. Und auf geht's. Und das sind alles Vorbereitungen, die wir jetzt für die Festung treffen. Denn wenn wir die Festung erreichen, müssen wir ein paar Kämpfe absolvieren. Und je besser wir uns auf das Ganze vorbereiten, umso höher sind unsere Überlebenschancen. Moment. Da bin ich jetzt zu früh rausgestiegen. Scheiße, meine Konzentration neigt sich langsam dem Ende zu. Wir müssen noch einen weiter. So, hier sollten wir hin. Und ich muss sagen, die Aussicht hier, die ist einfach nur geil, oder? Das hat was. So mit den Bergen im Hintergrund. Malerisch. Ja, mit dem Fischzeug. Feinster Fisch. Gut. Es gibt aber noch eine Kleinigkeit. Und zwar hier drin.
Auch das tun wir uns eben an. Das sieht doch ein bisschen merkwürdig aus, oder? Ich hab nichts gesagt. Da geht es steil bergab und auch hier hat sich jemand heimisch eingerichtet. Wir nehmen die ganzen Sachen hier mit. Unter anderem auch diese antike Münze. Und da haben wir jetzt noch einen Frontgriff für unseren Boomstick. Und Gott, das sieht aus wie Kraut und Rüben, oder? Das ist doch schrecklich. Teil ausrüsten, jo. Das reduziert dann nochmal die Nachladegeschwindigkeit. Beziehungsweise es erhöht die Geschwindigkeit. Und ihr versteht, was ich meine. Wir verkürzen die Animation. So. Dem Wissen sollen wir jetzt auch nicht weg. Da haben die Viecher was gegen. Ganz ehrlich. Haben wir noch eine Rohrbombe? Wir haben noch eine Rohrbombe. Wir haben eben eine aufgesammelt. Ja. Quick and dirty. Genauso wie es sein muss. Nun sind wir hier fertig, jetzt kehren wir zum Duke zurück, lassen uns ordentlich bekochen und dann geht es auf zur Festung. Komischerweise wendet Ethan hier nicht automatisch, das müssen wir machen. Und das sind alles Kleinigkeiten. Die lohnt sich auf jeden Fall. Vor allem haben wir jetzt auch wieder jede Menge Munition und so weiter angehäuft. Wir kriegen richtig Platzprobleme. Und das, obwohl wir ganz bescheiden angefangen haben. Okay, Duke. Dann hol schon mal den Kochlöffel raus. Ah, my apologies. Er spielt mit diesem Parasiten rum. Please let me know if you'd like to strengthen your weapons. Eins nach dem nächsten. Carry on. Uns fehlt jetzt allen Ernstes noch Geflügel? Thank you. Now to cook. Ah, ich weiß auch warum. Fuck. Finished. I'd love for you to enjoy as well. Leute, jetzt haben wir ein kleines Problem. Ach, shit. Das hätte ich im letzten Part machen müssen. Egal, das hier haben wir jetzt schon mal. Such a dish could be had in this winterbound frontier. Und dass wir jetzt unsere Gehgeschwindigkeit erhöhen können. Gar nicht mal verkehrt. Thank you. Now to cook. Apologies for the wait. Here's your share. Gott, das fickt jetzt meine ganze Planung. Not a bad dish. You have an eye for quality. Thank you. Ja, schreib es auf meinen Grabstein. Es gibt natürlich noch Geflügel. Aber dafür müssen wir an diesem Viech auf dem Acker vorbei. Ach, scheiße. Das habe ich bisher so auch noch nie ausprobiert.
Tu mir einen Gefallen. Komm nicht auf mich zu. Müssen wir dich jetzt allen Ernstes killen. Das könnte unsere gesamte Magnum-Munition fressen und das Ding ist dann immer noch am Leben. Okay. Also Stealth-Freunde, ihr kommt jetzt voll auf eure Kosten. Das machen wir jetzt am besten mit dem Messer. Wir sind noch nicht mal vollständig geheilt. Komm, ich habe jetzt keine Zeit für so einen Scheiß. Oh oh. Du hast uns nicht bemerkt, oder? So, für den Notfall haben wir ein Blendgeschoss geladen. Es hat uns noch nicht bemerkt. Gut. Weg hier. Mein Glück will ich jetzt nicht weiter herausfordern als ohnehin schon. Also das musste jetzt absolut nicht sein. Aber das passiert, wenn man an kritischen Stellen irgendwas vergisst. Ich habe total vergessen, die blöden Hühner noch einzukassieren. Das ist das Geflügel, das uns jetzt noch zum Kochen fehlt. Und meine Fresse, ich bin wieder wach. Meine Güte. Wie dabbig muss man sein? Aber vielleicht unterstreicht das meinen Punkt, dass ich sage, man kann Fehler machen. Es ist drin. Nur den hier, den spart euch am besten. Das hätte auch nach hinten losgehen können. Oh, yes. So, her mit dem Zeug. Thank you. Now to cook. Apologies for the wait. Here's your share. Wir sind jetzt wieder komplett hergestellt. Wir haben jetzt auch das Maximale an Gesundheit. Not a bad dish. Höher geht's nicht. Nun verkaufen wir was. I can now offer an expanded weapon modification service. Das gucken wir uns gleich an. Aber erst einmal kommt der ganze Blödsinn hier weg. Wir haben jede Menge Sachen, die wir verkaufen können und natürlich noch ein extra Dialog. This is Lord Moroz? I suppose it's what they call the beauty of the grotesque. Oh, der war hart. Wenn ihr euch diese Dialoge reinziehen wollt, dann verkauft den Boss-Loot immer als erstes. Wenn ihr erst was anderes verkauft und ihr verkauft dann den Boss-Loot, kann es sein, dass ihr diesen Dialog nicht bekommt. Da ist das Spiel manchmal ein bisschen komisch, was das angeht. Jetzt hauen wir hier die ganze Scheiße weg. 50.000 Orken für diese Scheißkette. Nice. Gott. Das ganze Geflügel und so weiter können wir jetzt auch verkaufen. Wir haben keinen Nutzen mehr davon. Die Dietriche behalten wir aber noch. Splendid. Do you know it's worth? Jede Menge Asche. Und wir kaufen einen. Selection. Die ganzen Verbrauchsgüter. Wurfgeschosse, Minen, immer her damit. Und nun machen wir noch die ganzen Upgrades. I can now offer an expanded weapon modification service. Leave this to me. Da haben wir Feuerkraft, da haben wir die Nachladegeschwindigkeit. Wie viel ist denn in der Flinte noch drin? Zwei Schuss. Draufgeschissen. Für die Festung holen wir uns jetzt alles, was wir kriegen können. Und die Magnum upgraden. Kostet einen Arm und ein Bein. Ihr seht das schon. Einmal hier Feuerkraft hochpushen. Das sind mal eben 48.000 Furry Coins. Und da sind noch einige Stufen übrig. Delighted to. Das pushen wir alles hoch. Und nun wäre da noch die Magazingröße. Die können wir nicht upgraden. Nicht so. Es gibt dafür noch ein Zubehörteil in der Fabrik. Aber ansonsten, also Munition und so weiter,
Da können wir uns kaum was erschleichen. Und wir haben jetzt natürlich noch jede Menge Knete übrig. Wiegt euch nicht in falscher Sicherheit. Wenn wir die Fabrik erreichen, gibt es gleich zwei weitere Stufen für unsere Waffen und das wird teuer. Verdammt teuer. Was wir aber komplett ausgebaut haben, ist unsere Pistole. Und wären wir bereits in dem New Game Plus, könnte man jetzt natürlich das Spiel verlassen, in den Boni-Shop gehen, sich da die unbegrenzte Munition freikaufen, mit Punkten aus diversen Herausforderungen, dann ins Spiel zurückkehren und dann wäre für das Baby hier Munition überhaupt kein Thema mehr. Securing goods is more important than... Please come again. Das immer so am Rande. Auf zur Festung! Nun wird das Spiel immer actionlastiger. Und ich empfehle dringend dafür, die ganzen Upgrades an Ethan zu machen, die Waffen up-to-date zu halten, ordentlich Munition anzuhäufen. Ich meine, das hier sieht aus wie Kraut und Rüben, ich bleib dabei. Aber wir haben zumindest ordentlich was am Start. Ich sehe es nur schon kommen, wir werden hier bald in Platzprobleme reingeraten. So, das dürfte jetzt für genügend Raum sorgen. Und hier werden wir jetzt unser ganzes Arsenal einsetzen dürfen. Ja, genau. Wir starten mit dem Scharfschützengewehr. Und gucken, ob wir vielleicht irgendeinen Lycan aus der Distanz draufkriegen. Die tauchen jetzt nach und nach auf. Und wir wurden gerade bemerkt. Die Rübe ist ab. Die Rübe ist ab. Da kommt noch einer. Das machen wir mit der Shotgun. Kommt zwei. Wow. Werd nicht frech. Benimm dich, sonst gibt es Kaliber 12. Wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, also hier stoße ich so ein kleines bisschen an meine Grenzen, was diese Kameraperspektive angeht. In First Person hatte ich die Probleme nicht, oder sagt euch jemand, der in First Person Shootern ein Igel in der Kondomfabrik ist, also komplett nutzlos. Ich höre die nächsten Viecher. Hi. Die Rübe ist ab. Ich wage jetzt eine ganz, ganz vorsichtige Prognose. Das Scharfschützengewehr arbeitet langsam zuverlässig. Moment. Da war noch was. Holzauge, sei wachsam. Und da kommen die nächsten. Hi. Schon alles? Da ist doch irgendwo was. Jo, genau da drüben. Es gibt auch eine Herausforderung, für die man einen Pfeil mit dem Messer aus der Luft fischen muss. Ganz ehrlich? Mach das auf niedrigen Schwierigkeitsgrad. Wow. Ich krieg den Kopf nicht drauf. Au.
Das hast du jetzt davon. Na, kommen jetzt die nächsten? Da ist einer. Wenn wir Glück haben, war das erst einmal der letzte. Wir nehmen hier natürlich die Sachen mit. Ja, mit der Mine. Was haben wir hier Feines? Geld. Und ein explosives Fass. Das kann ja heiter werden. Wenn wir hier oben ankommen, sollten wir Gesellschaft kriegen. Jetzt sagen wir auch noch Hallo. Da haben wir noch einen Spaßvogel mit dem Bogen. Du bist nicht Robin Hood. Da ist noch einer. Hi. Was? Ein Treffer? Hat er wahrscheinlich von der Explosion eben noch einen mitgekriegt. Und da liegt jetzt natürlich lauter Loot. Ob sich das wirklich lohnt, ich weiß es nicht. Du kleiner Bastard. Ja, da freust du dich, hä? Huh? Hier, freu dich darüber. Geh nochmal kurz runter. Wozu irgendetwas zurücklassen, denn wir kommen nicht nochmal wieder. Nun müssen wir zwei Hebel betätigen, um das nächste Tor zu öffnen, und in der Zwischenzeit müssen wir uns die Lycans vom Hals halten. Nehmen wir noch die Sachen hier an uns. How do I get this door open? Mit Hebeln? Hier haben wir Hebel Nummer 1. Dann latschen wir auch sofort zu Hebel Nummer 2. Wenn da jetzt noch irgendwelche Gegenstände übrig sind, draufgeschissen, ganz ehrlich. Es macht absolut keinen Sinn, jetzt gegen alles zu kämpfen. Das geht ohnehin schief. Sie werden uns hier gleich auf die Pelle rücken. Aber das ist natürlich nichts, was wir nicht mit einer Mine erledigen könnten. Und sobald die Luft rein ist, hauen wir hier ab. Later, Losers! Spart euch die Munition. Wenn uns die Kugeln in der Fabrik ausgehen, können wir den Run an sich knicken. Ja, mit dem Blödsinn. Jetzt zu speichern wäre vielleicht nicht unbedingt die schlechteste Idee. Aber seht auf jeden Fall zu, dass ihr bei bester Gesundheit seid. Und habt die Blendgeschosse geladen. Wir haben 7 Stück. Ganz so viele werden wir nicht brauchen. Aber lieber zu viel als zu wenig. This must be their den.
Wir rennen hier einfach nur durch. Normalerweise würde man sich hier wirklich einen Wolf kämpfen. Machen wir nicht. Wir bleiben einfach nur in Bewegung. Blendenviecher um uns herum laden auch sofort wieder nach. Nehmen das Zeug hier mit. Dann haben wir hier einen Haufen Gegner. Okay, big guy. Die blenden wir auch. Au. Und dann rennen wir hier durch. Müht euch mit dem Kämpfen nicht unnötig ab. Wir haben ohnehin gleich noch einen heftigen Bosskampf vor uns. Das ist auch wieder ein Kugelfresser. Von daher... verschwenden wir jetzt nicht alles an die ganzen Lycans. Man kann dann natürlich auch versuchen zu kämpfen, bis keine Lycans mehr nachkommen. Macht das, wenn ihr unbegrenzt viel Munition habt und dann einfach nur Knete farmen wollt oder so. Ja, Ziege. Schnappen wir uns auch die Heilung. Das Dokument hier. Munition. Es gibt auch nochmal eine Speichergelegenheit. Und obwohl wir gerade einen auf den Deckel gekriegt haben, sind wir mit der Lebenskraft noch im grünen Bereich. Nett. Sprenggeschosse. Wir laden nach. Man könnte jetzt auch darüber nachdenken, die Magnum einzusetzen. Das würde unsere Vorräte noch ein kleines bisschen schonen. Vielleicht machen wir das noch. Wir sollten jetzt aber auch ein paar Rohrbomben am Start haben. Ich denke mal, drei reichen erst einmal. Und nun bekämpfen wir den Bloodborne-Miniboss. That's not good. Nö, ist es auch nicht. Weil der kann ganz böse austeilen. Wow. Aber zum Glück können wir jetzt sehr effizient blocken. Wir pusten ihn erstmal aus nächster Nähe mit Blei voll. Und irgendwann verpisst er sich wieder nach oben. Dann ruft er sich auch gleich seine Kumpanen dazu. Denen sagen wir Hallo mit Minen. Na kommt. Boah. Natürlich aus der Richtung. Oh, ernsthaft? Okay, er geht in die Knie, das ist schon mal gut. Er blockiert seinen Kumpel. Wow. Hast du jetzt ernsthaft auf die Mine gehauen? Bist du lebensmüde? Wenn er gegen die Wand haut, prallt er ab. Er macht aber auch gerne Combo-Angriffe. Und wir kriegen noch mehr Gesellschaft. Herrlich. Wow. Wollen wir es ausdiskutieren?
Sag Hallo zum Scharfschützengewehr. Oh, oh. Eigentlich sollte man das so mit dem Gewehr nicht machen. So aus der Hüfte feuern, aber... Ich glaube, der ist so groß, da ist es schwierig vorbeizuschießen. Oh, oh. Wenn er die Säulen schmeißt, geht in Deckung. Das tut höllisch weh. Würdest du jetzt gütigerweise mal abnippeln? Er will unbedingt die Magnum-Munition. Ich merke das schon. Bist du hin? Da oben. Und da kommt das Rudel. Oh. Von beiden Seiten, ne? Huh? Wir sollten uns noch eine Heilung machen. Oh, bist du abgeprallt? Ich feuer hier echt nur aus der Deckung. Wenn ich irgendwas kommen sehe, höre ich mit dem Ballern auf. Zirkel um ihn herum. Jetzt kommen noch mehr Viecher dazu. Jetzt wird es langsam echt albern. Au. Nicht gut. Wo sind die Rohrbomben? Und das war's. Eat shit. Genau, Ethan. Genau. By the way, ihr könnt das Viech auch direkt bekämpfen, wenn ihr das erste Mal von den Lycans attackiert werdet. Macht das am besten mit der stärksten Waffe im Spiel und unbegrenzter Munition, weil ansonsten ballert ihr euch echt einen Lycan. Wir nehmen alles mit. Inklusive Boss-Loot. Ja, mit der Scheiße. Ich glaube, das haben wir uns jetzt mehr als verdient. Und wir werfen einen kurzen Blick auf unsere Ressourcen, also Pistolenmoni. Brauchen wir schon gar nicht mehr aufsammeln. Wir haben so viel von dem Scheiß. Ja, könnte man glatt darüber nachdenken, sich vielleicht die nächste Pistole zu holen. Und die dann in ein Dauerfeuerwunder umzuwandeln, aber... Ne, das ist noch mehr Pistolenmunition. Haut ab. Wir können gleich anfangen, Pistolenmunition zu verkaufen. Oder wir verballern ein bisschen was davon, weil hier gibt es jede Menge Klunker. Und den Bosskampf eben hätte ich mir natürlich ein bisschen leichter machen können, indem ich die Magnum eingesetzt hätte. Aber ganz ehrlich, die Magnum hebe ich mir lieber für den finalen Boss auf. Oder für irgendwas anderes Heftiges, das uns dann noch unterwegs in die Quere kommt. Vor allem haben wir in der Fabrik später Gegner, die gepanzert sind. Und mit der Magnum schießen wir direkt durch die Panzerung durch. War das alles? Ja, aber wir haben noch etwas in der Boss-Arena liegen lassen. Sowas aber auch. Eine Heilung, her damit. Jetzt haben wir alles. Und auch wenn ihr diesen Bloodborne-Mini-Boss gleich am Anfang killt, er taucht ihr trotzdem auf. Und es gibt noch eine Steigerung zu dem Vieh. Man mag es kaum glauben. Aber das war jetzt die Festung. Wir haben es irgendwie überstanden. Jetzt müssen wir hier nur noch irgendwie raus. Hm. Noch mehr Hallos. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar,
and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Und er spielt fleißig seine Spielchen mit uns. Da haben wir den nächsten Schatz. Und nun fahren wir zurück ins Dorf. Es gibt zum Glück einen unterirdischen Wasserweg, der die beiden Areale miteinander verbindet. Ich hätte jetzt keinen Bock, an den ganzen Lycans vorbeizulaufen. Obwohl, wenn man jetzt mit dem Hammer von dem Boss eben da irgendwo durchgeht und sagt, na, wollt ihr jetzt auch noch was abhaben oder so? Das hätte vielleicht sogar noch lustig werden können. Da geht es Richtung Dorf, aber wir machen noch einen kleinen Umweg hier runter. Denn hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir einsacken können und es sollte auch noch irgendwo ein Dokument geben. Okay. Alcina D. Wie Dumitrescu. Passt schon. Wenn wir wieder hier raus wollen, bekommen wir Gesellschaft. Wollt ihr euch jetzt ernsthaft mit uns anlegen? Wollt ihr das? Halt deine Griffel bei dir. Werd nicht dramatisch, krepier einfach nur. Wir haben im Moment so viel Munition für die Scheißpistole, ich bemühe mich noch nicht einmal mehr um Genauigkeit oder so. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, langsam bin ich echt platt. Das hier ist jetzt der vierte Part, den ich in Folge aufnehme. Die Parts sind nicht unbedingt kurz. Und das Spiel verlangt mir auf Veteranen durchaus einiges ab. Okay. Wir sind zurück auf dem Friedhof, direkt neben der Kirche. Na, bist du noch da? Nicht, dass ich jetzt kämpfen wollte oder so. Aber vielleicht ist das Biest jetzt beleidigt, weil wir vorhin einfach nur vorbeigeschlichen sind. Wir werden es nie erfahren. So, zurück zum Duke. Wir verkaufen noch ein paar Kleinigkeiten, machen ein paar Vorbereitungen und dann werden wir den Part für heute auch beenden. It's my greatest pleasure to see you return alive. Wie, hattest du etwa Zweifel oder was? Welcome, Ethan. Die Klunker können weg. Das Ding kann weg. Das Ding kann weg. Das Ding kann weg. Wir haben drei Schädel. Wir haben diesen Kristallhammer. Wir haben diesen Teller. Splendid. Do you know its worth? Und wir haben alle Upgrades. To hunger is to be alive. Wenn du das sagst. Die Sachen hier lohnen sich nicht für uns. Also wir haben schon mal ein ordentliches Startkapital für das letzte Areal. Und jetzt brauche ich ohnehin eine kleine Pause und wenn euch
trotz dem ganzen Gestammel von mir dieser Part hier gefallen oder weitergeholfen hat, dann lasst es mich doch wissen. Vielleicht durch ein Like, vielleicht durch einen netten Kommentar. Und wenn ihr auf gar keinen Fall verpassen wollt, wie es mit dem guten Ethan dann in der Fabrik weitergeht, abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon längst gemacht habt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Bye, bye.